Du bist ein Rätsel. Ein wunderschönes, ein faszinierendes Rätsel. Aber ein Rätsel. Jeder Mensch ist ein Rätsel. Oder verstehst du dich? Verstehst du, warum du an manchen Tagen fröhlich bist und an manchen Tagen bist du traurig? Verstehst du, warum bestimmte Sätze dich an manchen Tagen treffen und an anderen Tagen machen sie dir nichts aus? Verstehst du, warum du vor Dingen Angst hast, vor denen andere Leute keine Angst haben und andersrum? Oder verstehst du, warum du Sachen machst, von denen du genau weißt, dass sie dir nicht gut tun und du machst sie trotzdem? Und andere Sachen würdest du gerne tun, weil du weißt, sie tun dir gut, aber du machst sie nicht. Rätselhaft. Und um das zu verstehen, verwenden manche Leute das Blackbox-Modell. Stell dir vor, eine schwarze Kiste, das bist in dem Fall du. Und auf der einen Seite geht was rein. Lebensumstände, Ereignisse, irgendjemand sagt was zu dir. Und dann passiert in dieser Kiste irgendwas Geheimnisvolles. Keiner weiß es. Und dann kommt auf der anderen Seite was raus. Eine Reaktion, ein Verhalten. Manchmal das, was man sich denkt, aber ganz oft was völlig Unerwartetes. Also dieses Blackbox-Modell ist schon sehr vereinfachend und es wird dir nicht wirklich gerecht in deiner Komplexität. Ich glaube, wir brauchen ein besseres Modell. Ein Modell, was dich in deiner Vielfältigkeit, in deiner Komplexität besser abbildet. Und im Modeling, da geht es genau darum, dass wir solche Modelle bauen. Wir bauen Modelle, um dich und andere Menschen in ihrer Komplexität abzubilden. Abzubilden heißt dabei, dass ein Modell immer eine Vereinfachung ist. Sonst hätte es keinen Nutzen. Ein Modell lebt von der Vereinfachung. Eine Landkarte, auf der jeder Stein und jeder Grashalm eingezeichnet wäre, das würde dir nichts bringen. Es muss schon in der Struktur übereinstimmen. Es muss einfach genug sein, dass du was damit anfangen kannst, aber nicht so einfach, dass es dir nichts mehr hilft. Sigmund Freud war schon auf einem guten Weg, als er die Idee hatte, wenn du rausfindest, warum das so ist bei dir und wo es herkommt. Aber dann hat er gemerkt, Veränderung bringt das noch nicht unbedingt. Besser ist es, wenn du herausfindest, wie du funktionierst. Darum geht's. Das ist deutlich besser als die Blackbox. Kennst du das? Du willst was tun und tust es nicht. Oder du willst was nicht tun und tust es. Im NLP bilden wir das ab mit Persönlichkeitsteilen. Also der Gedanke, dass in dir drin Persönlichkeitsteile sind und der eine will das und der andere will das. Okay, in dir sind nicht wirklich Persönlichkeitsteile. Das ist ein Modell, aber das Modell funktioniert sehr gut. Weil sobald du dir die Teile vorstellst, kannst du mit ihnen kommunizieren, kannst sie fragen, was sie wollen und kannst mit ihnen in Verhandlungen gehen. Genauso ist das. Es gibt in dir auch nicht wirklich eine Zeitlinie, wo deine vergangenen Ereignisse einsortiert sind und du jetzt in der Gegenwart stehst und du die Zukunft designst. Das ist nicht wirklich in dir. Aber mit diesem Modell kannst du verstehen, wieso du so bist, wie du bist, wie du so geworden bist, warum du manchmal so reagierst, wie du reagierst. Und du kannst mit dem Modell Ziele entwickeln, die wirklich zu dir passen, weil solange du nicht weißt, wer du wirklich bist, wirst du auch nicht wissen, was du wirklich willst. Das sind alles Modelle, wo es darum geht, dich in deiner Vielfalt darzustellen. Es gibt dann noch deutlich komplexere Modelle, zum Beispiel das Modell der Ebenen im NLP, wo es durch 6, 7, 8, 9 Schichten geht, um deine Persönlichkeit zu beschreiben. Oder das Modell der Psychografie mit 3 Persönlichkeitstypen, wo du, wenn du dann deinen Typ kennst, einiges mehr weißt über deine Stärken, über deine Schwächen und über deine Sehnsüchte. Aber das sind alles Modelle, die kommen in die Nähe, aber die bilden dich noch nicht wirklich ab, so wie du bist. Um das zu erreichen,
brauchst du ein individuell für dich angefertigtes Modell. Das ist, worum es im Modeling geht. Dass du aus diesem ganzen Kosmos von Vorlagen, von vorbereiteten Modellen und Modellbausteinen ein Modell baust, was wirklich dir entspricht, maßgeschneidert. Und auch wenn du andere Menschen verstehen willst, wenn du jemanden liebst, wenn du mit jemandem in Kontakt kommen willst, wenn du jemanden verstehen möchtest, wenn jemand dich verstehen soll, wenn du was von jemandem lernen möchtest oder jemand was von dir lernen soll, auch dann brauchst du ein sehr genaues, individuelles Modell von der Person oder zumindestens von dem Teil der Person, um den es geht. Weil du weißt, andere Menschen sind anders als du, sie sehen die Welt anders. Und die Frage ist, nervt dich das oder bereichert dich das? Und je genauer dein Modell ist von dir und von anderen, umso mehr kannst du die Verschiedenheit der Menschen nutzen als Bereicherung. Ich meine, hat es dich nie interessiert, wie andere Menschen das machen, zu den Ergebnissen zu kommen, zu denen sie kommen, wie sie glückliche Beziehungen führen, wie sie Erfolg haben im Leben, wie sie gesund sind, wie sie einfach glücklich leben? Und vielleicht hast du sie dann mal gefragt, wie machst du das? Und dann sagen die meistens, ich weiß auch nicht, ich mache einfach. Und das ist natürlich, da ist die Blackbox noch besser im Vergleich zu dem Modell. Also da brauchst du ein viel, viel genaueres Modell, um das so abzubilden, dass du es übernehmen kannst und dass andere von dir deine Qualitäten übernehmen können. Das ist dann voneinander lernen. Und die vielleicht wunderbarste Art, wofür du Modeling verwenden kannst, ist, dass du von dir lernst, dass du von dir selber lernst, weil es gibt Momente, da bist du so großartig, so wunderbar, da gelingt dir alles, da fließt es einfach. Und wäre es nicht schön, du könntest solche Momente verstehen, du könntest dich so gut verstehen, dass du sowas öfter haben könntest, dass du deine Stärken so gut verstehst, dass du sie einsetzen kannst, da wo du sie brauchst, da wo du sie dringend brauchst. Also du merkst, es geht darum, ein Modell zu machen, ein Abbild. Das ist sowas wie Notenschrift. Also Musik besteht auch nicht aus diesen schwarzen Kullerchen und diesen Strichen, aber wenn jemand die Musik in sich spürt, in all ihrer Schönheit und Komplexität. Und jetzt will ich das weitergeben, dass andere auch was davon haben. Dann ist die Notenschrift ein Abbild, auch wieder ein ganz stark vereinfachtes Abbild, was aber anderen erlaubt, das zu übernehmen. Und Modeling ist sozusagen die Notenschrift deiner Qualitäten, die Notenschrift der Musik in dir. Und damit kannst du das Rätsel, was du bist, ja, vielleicht nicht ganz lösen, aber ziemlich, ziemlich weit. Weil Modeling heißt, dass du verstehst, wer und wie du bist, dass du dich verstehst. Modeling heißt, dass du andere Menschen verstehst. Modeling heißt, voneinander lernen, die Qualitäten wirklich verbinden und austauschen. Und Modeling heißt auch für dich, dass du deine Stärken, deine Qualitäten erkennst und nutzen kannst. Und in jedem Fall geht es darum, ein Modell anzufertigen. In einer Notation, in der Notation des NLPs. Und wenn du dann gelernt hast, diese Notation zu lesen, wenn du das passende Instrument dafür hast und du bist dein Instrument, dann kannst du diese Musik auch zum Klingen bringen.